herzlich willkommen bei Ayoko Cosplay! Entschuldigung, wer sind Sie denn? Dein neuer Mitbewohner. Ehrlich? Ja, ab heute. Das kann nicht sein. Doch. Oh, doch! Hi! Howdy! Erzähl mal, wer bist du? Ja, ich bin Jack, bin 20 Jahre alt und ich wohne ab heute hier. Genau, also sie zieht heute ein, das habe ich ja im letzten Video schon gesagt. Dann werden wir heute den ganzen Kram hier schaffen. Ich denke mal, wir werden richtig, richtig krass Rückenschmerzen und alles haben. Bei dem letzten Video hatte ich das auch so krass. Ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber das ist so jetzt die neue Manga-Ecke bzw. Ecke, in der ich jetzt filme. Das war das, wovon ich das letzte Mal gesprochen habe. Wie das jetzt hier so ganz aussieht, seht ihr dann im Laufe des Tages vielleicht nochmal. Wenn es euch interessiert, würde ich euch die Wohnung noch einmal zeigen. Auf jeden Fall ist jetzt wesentlich mehr Platz, sie kann es bestätigen. Ja, es ist größer als vorher. Ja, ich habe schon ein paar Nächte auf meinem Sofa geschlafen und das ist sehr bequem. Also besser als vorher auf jeden Fall. Ja, deine Ellenbogen rammst mir noch an die Seite. Ja, damit musst du leben. Ja, dann werden wir heute halt mehr Sachen übertragen. Ich habe letztens schon mein Bettzeug etwas drüber gebracht. Wir werden natürlich nicht alles sofort tragen können, weil niemand von uns kann einen Schrank durch die Bahn schleppen. Sehe auch, glaube ich, sehr komisch aus. Ja, nehmen wir halt schon die groben Sachen mit. Klamotten, Mangas, Krimskrams. Cosplays müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Oh ja. Denn wir haben am Mittwoch was vor. Da wollen wir dann ein Ita-Day-Shooting machen, weil die beiden wurden in letzter Zeit ein bisschen vernachlässigt und deshalb müssen wir da mal wieder wissen, was Neues macht. Jack cosplayt ein bisschen mehr in eine andere Richtung als ich, außer halt jetzt Itachi und Deidara. Ansonsten cosplayt sie, er, was auch immer. S. S. Ich bin ein S. Man kann mich ruhig essen. Okay. Ansonsten cosplayt erst in die Richtung Vitalia und da halte ich mich dann komplett raus, weil ich bin eher nicht so in dem Genre vertreten. Eher so im Naruto-Universum und da bleibe ich auch dabei, weil ich finde die Charaktere einfach zu cosplayen, ich finde sie gut. Und mein Hauptcharakter hat ja auch eine kleine Story aus Naruto. Ich cosplay ging jetzt aus sehr vielen Animes, momentan überwiegend aus Vitalia, aber auch aus One Piece steht im nächsten Cosplay an. Ich mache fast alles an Cosplay, was ich kenne. So, Mädchen nicht gerade wirklich. Ich cosplay nicht so gerne Mädchen. Damals wieder, ich habe euch das ja schon mal erklärt in meinem Vorstellungsvideo, ich bin ein Crossplayer. Crossplay bedeutet, ist aus zwei Wörtern zusammengesetzt. Einmal Crossdressing, falls ihr das kennt. Das sind die Männer, die sich in Mädchen verkleiden oder die Mädchen, die sich halt als Männer verkleiden oder halt anziehen, nicht verkleiden. Crossplay ist halt, wenn sich weibliche Menschen als männliche Charaktere verkleiden. Jetzt wie ich, Deidara aus Naruto und S aus Itachi aus Naruto. Ja, das ist Crossplay. Und es macht es auch. So, wenn das Video jetzt nicht so lang wird, legen wir einfach mal los. Deine Zuckerpartie ist nicht die Deine Zuckerpartie ist schön. Ich blicke was du nicht blickst. Und das ist grün. Boom. Okay, ich blicke was du nicht blickst. Das ist groß. Boom. Richtig. Ich blicke was du nicht blickst, mit ganz viel Rinden. Boom. Und ich bin bescheuert. Ich blicke was du nicht blickst, mit Nadeln. Boom. We'll be right back.
Mietwohnung. Wir haben hier halt voll den Kack Gegenwind, Alter. Das ist so nervig, Mann. Auf jeden Fall, wir gehen jetzt zu Jacks Wohnung und dann müssen wir da aufräumen und Sachen packen. Da eine zigtausend Sachen hier einpacken. Dann bis gleich. Ciao. Müssen wir nach ganz oben? Ja. Oh Mann. Kommst du? Oh, sind das viele Treppen? Oh Gott, ich sterbe. Hi! Wir sind jetzt angekommen und fangen jetzt mal an und gucken jetzt mal, was wir so an Krams finden. Vielleicht auch lebende Wesen oder so. So möglich sein. Dann. So, oh Gott, das Licht. Kein Licht, aber da haben wir schon mal den größten Teil von Jacks Sachen, den wir jetzt mitnehmen werden. Und da wäre Jack. Wir müssen das alles in die Bahn mitnehmen! Du bist eine Memme, Jack. Richtige Memme ist das. Lass mich! Ja, das nehmen wir jetzt alles mit. Yeah. Dann müssen wir jetzt zurückfahren. Aber wir müssen nicht laufen. Und das ist gut. Wir sehen uns dann später wieder in der Wohnung. Hallo. Hallo. Es tut uns leid, dass wir am Ende nicht mehr so viel gefilmt haben. Es war am Ende einfach nicht mehr so die Zeit dafür. Aber wir haben jetzt alles weggeräumt. Gegessen haben wir immer noch nicht. Oh, ich habe Schoki gegessen. Ja, Schoki, wow. Sehr nahrhaft. Auf jeden Fall, jetzt wohnt Jack hier. Herzlich willkommen. Und ich hoffe, wir vertragen uns. Es gab jetzt schon beim Einräumen tatsächlich ein paar Reibungen, aber das kommt ja ab und zu mal, dass man sich ein bisschen die Köpfe einhaut. Ich muss, wie gesagt, gucken, wann das Video erscheint, wann es kommt. Ich habe vor, mich heute noch ranzusetzen oder morgen. Ich weiß es absolut nicht, weil Mittwoch fahren wir ja schon wieder nach Hamburg. Und dann kommt ja unser Shooting, wo ich dann hoffentlich auch nochmal schöne Videos machen kann. Ich versuche einen Kurzfilm zu erschaffen, spontan, aber ich weiß nicht, ob das klappt. Ich kann nichts versprechen. Wenn dann wird es einfach nur wieder ein Vlog, an dem wir uns begleiten. Aber ich mal sagen, man sieht sich die nächsten Tage auf jeden Fall Mittwoch wieder. Und ich hoffe, ihr bleibt immer spannend dabei. See ya! Bye bye!